Ja, hallo liebe Freunde der Elektromobilität. Ich habe euch jetzt mal wieder was mitgebracht. Ja, hier seht ihr es. Dieses schöne Teil hat mich jetzt am Freitag, aber also wir haben aktuell 11.9. Sonntag, und am Freitag habe ich dieses schöne Teil geliefert gekriegt. Von der Firma ATH habe ich das gekauft. In schönen Karibikblau, eine E-Shopper. So, wir wollen jetzt mal gucken. Ja, wie das Ding geliefert wurde und wie es jetzt aussieht und was das Ding kann. Und ja, ich bin jetzt schon ein bisschen gefahren. Aktuell haben wir es mit dem Wetter ein bisschen scheiße. Es ist halt nun mal so, wie es immer ist. Ja, das Wetter ist halt aktuell echt mies. Aber das tut nichts zur Sache. Auch heute am Sonntag war es wieder sehr, 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 sehr unpassend. Also es ist immer, hat immer wieder mal geregnet. Jetzt scheint wieder die Sonne. Dann regnet es wieder, dann scheint wieder die Sonne. Man weiß gar nicht, ob man rausgehen soll, ob man was machen soll oder nicht. Und aber wenn die Sonne scheint, seht ihr das hier, die schöne Farbe. Ja, herrlich, wie die da rauskommt zur Geltung. Wie das schön glitzert, dieses Karibikblau. Deswegen habe ich mir die auch ausgesucht, weil es mir unwahrscheinlich gut gefällt, die Farbe. Ja. Also die Montage ist eigentlich relativ einfach. Man muss das Vorderrad montieren, man muss den Lenker montieren, der Rest ist vormontiert, man muss den Akku laden, und das war es dann eigentlich schon, dann ist das Ding fahrbereit. Natürlich gibt es da eine mitgelieferte Handyhalterung. Ich habe die jetzt nicht so wie viele andere, wie es auf Original vorgesehen ist, jetzt hier oben verbaut. Das Kabel kommt hier oben, das kommt hier oben raus normal, und es wird dann, soll dann hier diese Handyhalterung verbaut werden. Das fand ich nicht so tolle. Deswegen habe ich das Kabel halt hier die Leitung geöffnet, habe das Kabel hier unten rausgelegt und habe dann die Handyhalterung hier in der Mitte verbaut, was ich natürlich viel angenehmer finde. Und ich finde auch, dass man auch ohne weiteres gut an den Schlüssel rankommt und noch den Schlüssel gut bedienen kann. Und das ist alles kein Problem. Das Display lässt sich eigentlich im Sitzen ganz gut ablesen. Ich habe jetzt hier noch den Lenker, das stellt man halt für sich so ein, wie man braucht. Ja? Hier, also ich habe den jetzt so für mich eingestellt. Die Blinker habe ich nach unten montiert, also die Blinker sage ich, die Spiegel habe ich nach unten montiert. Das ist eigentlich auch ganz einfach. Man muss nur hier den Halter abschrauben und den einfach von oben nach unten drehen und dann wieder anschrauben, fertig. Das ist gleichzeitig der Halter für den Bremsgriff samt Bremsschwierigkeitsverhältnis. Ja? Was mir jetzt natürlich hier als unangenehm aufgefallen ist, das Fahrzeug kam zu mir mit, also hier sieht man schon, hier ist die Bremsschwierigkeit eigentlich ziemlich normal. Ja, also ziemlich normal und klar. Und hier ist er eigentlich schon auf der anderen Seite, ist er eigentlich schon ein bisschen eingetrübt. Also ich glaube, die hat schon Wasser gezogen, hier Feuchtigkeit gezogen, da muss man halt die Bremsschwierigkeit wechseln, also da stimmt schon irgendwas nicht. Also man sieht es halt auch vom Unterschied her. Von den beiden Bremsflüssigkeiten, dass die hier ein bisschen ja, trübe ist und anscheinend schon Wasser gezogen hat oder irgendwie was und nicht mehr ganz in Ordnung ist, da muss man halt mal schauen. Das ist nicht so toll. Was auch nicht so toll ist, aber was ein bekanntes Problem ist bei diesen Shoppern, bei diesen E-Shoppern, bei diesen Modellen, ist die Abdeckung von der Batterie. Die ist natürlich ein bisschen, sage ich mal, nicht so dolle hier, ja, also da drückt es ein bisschen hoch, also hier die Raste, die haben nicht richtig rein, die ist ein bisschen verbogen, das ist halt vom Original schon so. Ja, ist nicht so optimal, aber da kann man Lösungen, also man muss das Plastik erstmal ein bisschen wieder in Form bringen, das ist anscheinend nicht so richtig in Form, dass es da so richtig abschließt, und dann muss man das ein bisschen anpassen. Da werde ich mich nochmal mit beschäftigen, das ist kein Problem, aber es ist ein bekanntes Problem. Mit dem Batteriefach, das ist halt nicht so sauber gelöst. Das ist bei den neueren Modellen, haben sie das besser gemacht. Da ist das besser verarbeitet, sage ich mal. Sonst ist die Verarbeitung eigentlich ganz gut. Ihr habt hier eine volle LED-Ausstattung. Ja, also Blinker hinten wie Blinker vorne. Voll LED und auch laufend. Ja, ich mache mal kurz die Zündung an, dass man es sieht. Gehen wir hier auf Warnblinker. Und dann seht ihr auch schon von vorne, das sind laufende Blinker. Wunderschön, da habt ihr vorne auch noch ein Front-LED-Licht, Abblend wie Fernlicht. Zeigt das auch noch mal von hinten. So sieht das von hinten aus.
Ihr seht, die ist aktuell noch als 50er zugelassen. Also so bleibt sie ja auch. Sie bleibt ja immer eine 50er, aber man kann halt das Fahrzeug auch in der freiwilligen Zulassung anmelden und kann man einen Fahrzeugschein dann kriegen und auch ein größeres Nummernschild, also ein weißes, was man nie wieder wechseln muss. Ja, es bleibt aber alles so bestehen mit Steuerfreiheit, also keine Kfz-Steuer, keine TÜV-Vorführung, keine TÜV-Vorfahrt nach 2 Jahren oder so ein Scheiß. Das bleibt alles bestehen, wie bei einer 50er normal. Ihr müsst die nicht vorfahren, ihr müsst die nicht vorführen und so ganz anders. Hier in Hessen bei uns ist es jetzt so, die haben die halt. Die lassen sich halt immer wieder was Neues einfallen. In jedem Bundesland ist es ein bisschen anders. Da. Hier in Hessen ist es jetzt so, dass die wollen, dass man praktisch einen Nachweis bringt vom Hersteller, dass das Nummernschild, wenn man das Nummernschild anbringt, also das größere Nummernschild, dass es dann noch ausreichend beleuchtet ist. Ja, weil ja angeblich das nur eine 50er Nummernschildbeleuchtung ist und die muss auch ausreichend dann sein für das größere Nummernschild, deswegen muss man das nachweisen. So wurde mir das erklärt hier in Hessen auf der Zulassung, also hier in Frankfurt auf der Zulassung. Und das Nummernschild muss halt auch noch eine gewisse Höhe haben, dann vom Boden aus, weil es ja dann eine freiwillige Zulassung ist und weil es dann halt nach den angeblich nach den Motorradregeln und 125er-Regeln muss das Nummernschild vom Boden aus 30 cm hoch sein und all so Faxen. Also ihr seht, das mit der freiwilligen Zulassung, das hat anscheinend schon Kreise gezogen, wo die Leute sich jetzt natürlich in den Gesetzen wühlen und gucken, wie sie die ganze Sache ein bisschen komplizierter machen. Also hier ist in Hessen bei uns, braucht man noch eine Bescheinigung für diese freiwillige Zulassung vom Hersteller. Oder man muss das Ding TÜV vorfahren, dass das Nummernschild, wenn es angebracht ist, noch ausreichend ausgeleuchtet ist und in der richtigen Höhe ist. Ja, also. Willkommen in Deutschland, sage ich da nur. Willkommen bei der Elektromobilität. Und ich sag mal, ja, bei den Regeln, um die Leute ein bisschen, sage ich mal, ja, ein bisschen zu nerven. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich meine, das wird jetzt kein Problem sein. Großartige Sache. Müssen wir mal gucken jetzt. Ich habe jetzt ATH angeschrieben, ob die mir da helfen können. Ob da irgendwie sowas vorliegt vom Hersteller oder ob die sowas schreiben können oder irgendwas sowas besorgen können, damit ich da eine freiwillige Zulassung mache. Sonst müsste ich jetzt eigentlich zum TÜV fahren und müsste da halt eine Einzelabnahme machen, ob das Nummernschild, also da muss dann einer drüber schauen, Gutachter oder so, müsste dann halt drüber schauen, ob das Nummernschild dann, wenn es angebracht ist, das größere, noch die richtige Höhe hat und die richtige Ausleuchtung. Willkommen in Hessen, sage ich dazu nur. Und willkommen in der E-Mobilität und wie man die Leute am besten ärgert und nervt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wie ihr wisst, es fahren schon mehrere von diesen Shoppers rum mit Zulassung, also mit freiwilliger Zulassung. Das war bei manchen Zulassungen ist das kein Problem. Bei anderen, da wird halt, ja, da wird halt nochmal ein bisschen gerne rumgemacht und ja, das ist ein bisschen verkompliziert. Die Herren auf der Zulassung waren alle super nett, also da sage ich nichts. Also die Techniker, die mir das dann erklärt haben, die haben gesagt, ja gut, wir können da jetzt nichts machen, das sind halt die Regeln, das sind halt die Vorgaben, da müssen wir halt nachschauen und wir können ihnen halt so jetzt keine Nummernschild, erstmal keine freiwillige Zulassung ausstellen. Besorgen Sie uns das Dokument, dass das alles in Ordnung ist und dann können wir das für Sie machen, dann ist das kein Problem. Ja. Und mit Augengezwinker, dann dürfen Sie auch die THG-Prämie einstreichen, worum es Ihnen ja Geld natürlich geht. dafür. Das kann man dann jedes Jahr machen, bis zu 400 Euro in den Roundabout 400 Euro rum, so 350 bis 400 Euro. Kann man das auf diversen Internetseiten dann verkaufen, wenn man den Schein hat, also mit der freiwilligen Zulassung. Und da kann man dieses Geld jährlich einstreichen. Und natürlich hat man dann irgendwann seinen Kaufpreis von Roundabout 2000 Euro dann auch wieder raus. Und dann hätten wir das Ding dann nach ein paar Jahren eigentlich praktisch umsonst. Ja, Und das anscheinend passt das so manchen Leuten nicht mehr, weil sie natürlich dann auf der Zulassungsstelle die Dinger dann vorgeführt kriegen. Ne? Da kommen dann die Leute und wollen dann das Moped freiwillig zulassen, müssen den Fahrzeugschein, dann haben sie natürlich mehr Arbeit mit ausstellen und so weiter und so fort. Aber dafür kriegen sie auch Geld und dafür sind sie auch da. Also ich verstehe nicht, warum da so ein Tobabo gemacht wird. Das ist halt wieder diese typische Paragraphenreiterei, die wir hier in dem Land haben. Aber das ist halt nun mal so, ja, es wird halt immer alles komplizierter gemacht und wird überall immer ein Problem dahingestellt, obwohl da kein Problem ist. Aber so ist es nun mal. So, was ist mir noch zu dem schönen Teil eingefallen, was mir nicht so gefällt? Also ich habe jetzt schon gemerkt, dass die vordere Bremse eiert. Also sprich, wenn du die Bremse ziehst, dann eiert die. Also als wäre eine Umwucht oder als wäre die Bremsscheibe nicht ganz gerade.
Da werde ich auf jeden Fall nochmal die Firma ATH anschreiben oder anrufen und nochmal Bescheid sagen, um was wir da machen kann oder ob die Bremsscheibe mir eine neue Bremsscheibe zuschicken oder wie auch immer, weil wie gesagt, anscheinend, also da eiert was. Wenn man sie zieht, man merkt richtig, wie er dann halt so, so richtig schwankt vorne dann beim Bremsen, also da eiert. Also die ist nicht gerade, die läuft nicht gerade. Im Gegensatz zu der hinteren Bremse, wo die Bremsflüssigkeit trübe ist, wo man danach schauen muss, die funktioniert einmal frei, ja, also da eiert nichts, wenn man die zieht, da läuft alles klar. Wenn man natürlich voll in die Eisen geht, wie schon auch ein bekanntes Problem, was viele von diesen E-Shopper-Fahrern haben, wenn man voll in die Eisen geht, dann macht es mal einen kurzen Klack. Woher das von hinten kommt, weiß eigentlich so gut wie keiner. Der eine sagt, man muss den Bremssattel richtig festschrauben oder irgendwas ist locker oder so. Ich habe da jetzt nichts gefunden, was locker ist, aber ich schaue noch mal genauer nach, ob ich das rausfinde. Ich musste, also die Federung vom unterm Sitz, die kann man noch verstellen. Die muss ich bei mir wahrscheinlich ein bisschen härter stellen. Wenn ich drauf sitze, ich bin ja so die maximale Zuladung auch für diese E-Shopper, ja, dann bin ich schon fast mit dem Sitz hier unten am Fender. Und deswegen habe ich hier den Reflektor abgeschraubt, weil der dann schon aufgesessen hat. Und deswegen muss ich mir die Feder ein bisschen härter stellen, damit ich nicht so weit runterfedere. Aber das ist kein Problem. Das kann man hier machen. Man kann hier im Uhrzeigersinn die Vorspannung ändern hier oben. Und dann passt das schon. Ja, was gibt es noch zu sagen? Also das Fahrgefühl generell durch die breiten Reifen, also durch den breiten Reifen hinten und das Tiefe, also die wirklich Tiefe, dass ihr wirklich schon fast hier, also ihr habt hier eigentlich Go-Kart-Feeling auf zwei Rädern, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, wie das Fahrverhalten ist von der Shopper. Deswegen sollte man am Anfang auf jeden Fall mal gucken, dass man hier und da mal ein bisschen, sag ich mal, vorsichtig ist im Fahren und sich erstmal an das Fahren gewöhnt und an die Kurvenlage und sowas. Und wenn man sich da daran gewöhnt hat, dann ist dann alles super, dann ist alles okay. Und dann kann man das auch gut beherrschen, dann fährt das auch gut. Ganz wichtig ist, dass ihr alle Schrauben gut fest anzieht, gerade auch beim Lenker und so. Also guckt, dass ihr hier schön die Schrauben anzieht über Kreuz, ja. Also dass ihr auch, dass das gewisse Festigkeit hat, dass die Abstände hier stimmen, ja. Also dass ihr die Böcke hier gleichmäßig anzieht und dass ihr sie schön anballert. Also da ist irgendwas, glaube ich, mit 20 Newton muss man die anziehen und das solltet ihr auch machen, sonst könntet ihr sein, dass wenn ihr bremst oder so, sich der Lenker verschiebt nach vorne und nach hinten. Also ihr müsst das schon ordentlich festschrauben. Ne? Also da nicht pfuschen, genauso wie am Vorderrad. Im Karton sind dann auch noch so Abdeckungen drin, die man dann hier über die Verschraubung machen kann, auch für jede Seite. Das Vorderrad auch schön anschrauben. Und wie gesagt, bei der Steckachse ist eine lange Hülse dabei, die ist für die Seite mit der Scheibenbremse und dann ist da auf der einen, für die andere, die kurze Hülse ist für die Seite ohne Scheibenbremse. Ne? Und nochmal ein guter Tipp auf jeden Fall, wenn ihr den Vorderreifen montiert, schraubt den Bremssattel ab hier, ne? Also den Sattel, schraubt den ab, lasst den hängen, macht den Reifen erstmal drauf und dann macht die Bremse dran, das ist alles viel einfacher dann. Und schraubt sie wieder an, den Bremssattel und fertig. Ja, also das ist so mein Tipp, meine Empfehlung für die Vorderradmontage. Stellt euch irgendwas unter den Bock, wo ihr den draufstellen könnt. Und dann ist die Gabel vorne frei und ihr könnt das Rad schön reinschieben und könnt dann schön die Steckachse. Mann, oh Mann, oh Mann. Das habe ich jetzt eben wieder auf der Leitung gestanden. Hinten müsst ihr eigentlich nicht viel machen, wie gesagt, aber guckt generell mal am ganzen Bock die Verschraubung durch, dass das alles angezogen Die ist. ganzen Verschraubung, auch hier die Gabelverschraubung, ja, alles nochmal nachschauen, nochmal nachziehen, gucken, dass alles fest ist. Dann die ganzen Verkleidungsverschraubungen, ja, vom Plastik, vom Kunststoff. Hier die Verschraubung, hier innen drin die Verschraubung, da und da, ne, ob hier alles fest ist vom Fender und so, hier die Seitenverschraubung, ob die fest sind und so. Weil wenn irgendwas natürlich nicht fest ist, ja, dann wird es auch natürlich auch klappern, ist ganz klar. So, und jetzt nochmal, wie gesagt, ach, diese hübsche Farbe, dieses Karibikblau, ich stehe da total drauf. Ja, wie er schön hier jetzt so, ich weiß nicht, ob ihr das so seht wie ich, hier ist er so grün, metallic und hier geht er ins Lila da hinten rein. Ach, einfach schön auch hier vorne am Vorderfender hier, also das ist wunderbar, also das ist echt, die Farbe gefällt mir absolut. Also meine Farbwahl, ja.
So, und das nochmal zu dem Thema. Also, wir machen da natürlich jetzt einen Reichweitentest demnächst auch und mal gucken mal dann die Farbperformance an. Ich habe den Akku jetzt erst, sage ich mal, das zweite Mal in Anführungszeichen richtig geladen. Ich werde den noch 3, 4 Mal laden, bevor ich einen Reichweitentest mache. Ich kann so sagen, beim ersten Mal bin ich so roundabout 40 Kilometer weit gekommen. Dann war er jetzt nicht leer, aber ich habe schon gemerkt, dass er langsamer wurde und nicht mehr so das Gas angenommen hat und wo ich dann gesagt habe, gut, ich fahre jetzt heim. Aber es waren schon 40 Kilometer und wie gesagt, ich wiege 120 Kilo roundabout mit Plus-Minus-Periode und ich bin so die maximale Zuladung und dann sieht das schon ganz gut aus mit den 30 Amperestunden Akku, den ich da drin habe. Also da ist ein 30 Amperestunden Akku verbaut auf 60 Volt und ja, und dann denke ich mal, dass wir bis zu 50 Kilometer schon erreichen können, roundabout so um die 50, 40 bis 50 Kilometer. Aber da werden wir nochmal sehen beim Reichweitentest und beim Fahrdynamiktest oder wo ich euch halt mal mitnehme mit der Actioncam beim Fahren. So, das ist erstmal dazu über die schöne E-Shopper. Wie gesagt, roundabout 2000 Euro. Und ich habe mir jetzt das Ding jetzt extra auch mal so aus dem Grund gekauft, weil ich mir gedacht habe, ja, ich habe mal auf dem Scootermarkt so geguckt, was jetzt so aktuell da ist und was so die aktuellen Scooter kosten. Und ihr kennt ja mein Video Preisentwicklung bei E-Scootern und wo ich dann gesagt habe, materialmäßig E-Scooter, materialmäßig hier Motorrad-Shopper, E-Shopper, ja, also hier 3000 Watt Motor, also in der Peak, 2000 in der Nennleistung, 30 Amperestunden Akku auf 60 Volt, ne, was über 1000 Wattstunden rauskommt. Der ganze Bock wiegt so um die 80 bis 90 Kilo, kann bis zu 200 Kilo maximale Zuladung haben. Und ja, und das ist halt schon ein Gewicht und dann schafft das Ding auch nochmal seine lockere 40 bis 50 Kilometer Reichweite. Ich habe eine Voll-LED-Ausstattung mit Blinkern und Fernlicht und Abblendlicht. Ich habe zwei Display-Anzeigen beleuchtet und mit allen nötigen Informationen. Ihr habt halt eine Federgabel vorne, ihr habt dicke, fette Schlappen, ja, hinten 12 Zoll, vorne auch 12 Zoll, aber hinten fett, hinten vorne ein bisschen schmäler. Ihr habt eine Handyhalterung dabei, ihr habt zwei richtige motorradhydraulische Bremsen, ja, ihr habt zwei Außenspiegel dabei und das alles für roundabout um die 2000 Euro plus minus. Das kommt halt immer drauf an, mit welcher Konfiguration, welchem Akku. Ja, und dazu dann halt mal einen Vergleich, ein E-Scooter, der so um die 2000 Euro kostet. Ich weiß nicht, da komme ich irgendwie nicht mit klar. Ja. Aber gut, der Vorteil vom E-Scooter, dürft auf Radwege fahren. Gut. Ja, schön, dass man auf Radwege fahren darf, aber schön, dass das Ding auch natürlich nur auf der Straße fahren darf, fährt aber dafür auch locker über 50. Ja, macht ein bisschen mehr Laune, ist gemütlicher. Und ja, es ist von dem Material und von der Technik finde ich viel mehr und deswegen auch der Preis eher gerechtfertigt als bei so einem E-Scooter, der um die 2000 Euro kostet. Egal wie cool er ist, ja. Und das ist halt das, was ich dazu sage, zu der Preisentwicklung von den E-Scootern. Und deswegen fängt bei mir die Bauchschmerzen mit 1000 Euro an. Und so richtig Aua macht es bei mir, wo absolut Ende ist bei E-Scootern, so bei 1500 Euro. Ja. Und wie gesagt, wenn es dann in Richtung 2000 Euro geht, dann bin ich eher hier. Ja. Weil irgendwie finde ich es dann ein bisschen übertrieben von den Preisen her bei E-Scootern. So, Leute, Von der Firma Mangostin, ja, hier steht es auch nochmal. Das ist ein chinesischer Hersteller, Mangostin. Vertrieben und gekauft habe ich es von der deutschen Firma ATH. Die kann ich nur empfehlen. Die haben eine schöne Internetseite, die haben die Ersatzteile da. Ich habe da schon angerufen, war auch ein netter Telefonkontakt. Ich sehe jetzt mal weiter, wie es jetzt so mit den kleinen Mängeln, die ich habe am Motorrad, wie es da jetzt weitergeht. Mit der Bremsscheibe und der Bremsflüssigkeit, ob sie mir da noch ein bisschen entgegenkommen. Und wie es dann jetzt ist mit der freiwilligen Zulassung, ob sie mir da auch ein bisschen helfen mit dieser, ja, mit dieser Bescheinigung, die Zulassung hier in Frankfurt will, für die Nummernschildhalter, dass das Nummernschild ausreichend beleuchtet ist und in der richtigen Höhe. Hessische Gesetze, also Hessenregelung für den E-Shopper. In anderen Städten, in Rheinland-Pfalz oder so, weiß ich, da gab es so Probleme nicht, also von Leuten. Also die sind einfach hingegangen, haben ihr Nummernschild gekriegt, die wollten keine.
Bescheinigung, dass das Nummernschild in der richtigen Höhe sitzt oder recht ausgeleuchtet ist. Naja, egal. So, jetzt nochmal zu der Armatur und der Anzeige. Dann machen wir den Stuhl mal an. Also wir haben jetzt hier einmal links die Voltanzeige, ne? Unten drunter die Balken für die, wie voll die Batterie noch ist. Das geht natürlich, wenn ihr Gas gebt und wenn das belastet wird, bergauf, bergab, geht das natürlich hoch und runter hier mit der Anzeige und mit der Voltanzeige, weil natürlich umso mehr Belastung, umso mehr zieht der Strom aus dem Akku und deswegen dementsprechend kann das auch nach unten gehen, dann so auf 58, 56 Volt, auch wenn er ganz voll ist, ja, wenn er dann halt Berge hochfahrt oder sonst was und dann hier die Batterieanzeige von voll, dann zwei Balken weg sind, nur noch zwei übrig sind, weil das gerade auf Last ist. Ja, aber das hat nichts da jetzt da zu sagen, großartig, ja, wie voll die Batterie ist in dem Moment, weil ihr da dann unter Last fahrt. Ihr seht das eigentlich eher mehr, wenn ihr dann steht oder wie das Motorrad sich verhält während der Fahrt, dass ihr merkt, dass er nicht mehr die volle Leistung hat und so, dann merkt ihr schon, das geht langsam an die Grenzen von der Batterieleistung. Und natürlich könnt ihr das dann auch irgendwann einschätzen über die Kilometer, die ihr auf der Uhr habt. Also wenn ihr dann mit der vollen Batterie, sagen wir mal, 50 Kilometer losfahrt, weil wisst ihr ja, wenn ihr dann 30 Kilometer gefahren seid, bei 80 Kilometer seid, dass nicht mehr viel drin sein kann. Ja, also dass ihr da schon, sagen wir mal, über die Hälfte verfahren habt. Aber wie gesagt, das ist Gefühlssache. Hier habt ihr dann auf der anderen Seite oben die kmh-Anzeige. Dann habt ihr hier links habt ihr dann die Ganganzeige. Da habt ihr drei Gänge, drei Fahrstufen. Dann hier unten habt ihr die Kilometeranzeige, also die Gesamtkilometer und die unteren vier Balken. Weiß kein Mensch, für was die gut sein sollen, für was die da sein sollen. Keine Ahnung, weiß keiner. Sind einfach da, sind auch immer vier Balken, bleiben auch immer vier Balken. Und da ändert sich auch nichts anscheinend. So, und jetzt gehen wir mal hier so auf Bedienungseinheiten. Ja, hier unten habt ihr die Hupe, die ist eigentlich ziemlich okay. Dann habt ihr hier den Blinker, das ist ein VIP-Schalter, ja, also hier, wo dann auch so bleibt. Und wenn ihr dann hier so blinkt, ja, dann kriegt ihr das natürlich auch im Display angezeigt, dass ihr links blinkt. Habt keinen Piepton, keinen Sound, dass ihr blinkt. Also nicht vergessen, auch immer wieder auf die Mittelstellung zu gehen, dass der Blinker aus ist. Sonst würdet ihr die ganze Zeit abbiegen. Und dann die Leute würden denken, ihr würdet links abbiegen wollen oder rechts abbiegen wollen, obwohl ihr geradeaus weiterfahrt. Also da immer darauf achten, dass ihr das nicht vergesst, wieder zurückzustellen. So, hier oben drüber habt ihr dann das Abblendlicht. Da ist auch unten ist Abblendlicht, nach oben ist Fernlicht. Ja, dann hier oben habt ihr dann die Warnblinkanlage. Ja, wenn ihr die einen ausschaltet. Und dann habt ihr natürlich hier den Bremsgriff und das war's auf der linken Seite. Ja, auf der rechten Seite habt ihr natürlich einmal den Gaszug, der vom Ansprechverhalten, sage ich mal, sehr, ja, direkt ist, ja, also es ist, man kann es dosieren, ja, aber ich sag mal so, wenn man da, sag ich mal, in der 30er-Zone hinterherfahren will, dann muss man schon so ein bisschen mit dem Gas spielen und ja, es ist, man merkt schon, wie er so immer so nach vorne will und man muss dann immer so wieder mit dem Gas zurückgehen. Es ist dann nicht so einfach zu dosieren wie jetzt oder so schön zu dosieren wie jetzt beim Motorrad, ne? Dann könnt ihr einmal hier mit dem Schalter, der hier unten drunter ist, also hier könnt ihr das Licht an- ausschalten, also die Gesamtbeleuchtung von der E-Shopper. Das Bremslicht, mal gucken, geht das noch, wenn ich... Ja, leuchtet immer, also ihr schaltet praktisch nur dann das Frontlicht aus, aber das Tagfahrlicht, so wie ich jetzt gerade sehe, ist auch immer an. Ja, also ein Tagfahrlicht ist immer an, auch wenn ihr das Licht ausgeschaltet habt und wenn ihr das Licht anschaltet, ist halt natürlich das normale Abblendlicht an und ja, das zum Licht. Hier unten der rote Knopf ist für die Fahrstufen, da könnt ihr dann die Fahrstufen hier vorne durchschalten, ne? 2, 3, 1, 2 und die 3, ja? Also die verschiedenen Fahrstufen. Die Fahrstufengeschwindigkeiten, das variiert, also eins ist natürlich das langsamste, da fährt er so, was ich, so 35 oder sowas und bei 2 fährt er so 40, 45 und bei 3 fährt er dann seine 50, ja, also roundabout 50 rum. Natürlich gibt es hier auch die Möglichkeit, über gewisse Spielereien, sage ich mal, das in den US-Modus zu schalten oder ich sag mal so in den Freifahrtmodus,
Was natürlich nicht zulässig ist in Deutschland, ganz klar. Dürft ihr so nicht rumfahren. Und was gibt es noch zu sagen? Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Mehr kann man hier nicht bedienen, nicht machen. Wie gesagt, habt ihr hier noch dann die Vorderradbremse ist auf der rechten Seite, die Hinterradbremse ist auf der linken Seite. Unten habt ihr dann die Ladebuchse, um das Motorrad so zu laden, ohne die Batterie auszubauen. Und wenn ihr den Batteriekasten aufmacht, könnt ihr natürlich die Batterie rausnehmen, könnt sie mit in die Wohnung nehmen und könnt dann, das hat einen schönen Tragriff, lässt sich gut tragen. Ich glaube, die Batterie hat so um die 11 Kilo, 10, 11 Kilo, lässt sich aber gut tragen und könnt ihr dann auch in der Wohnung laden. Ja, sonst gibt es jetzt zur Armatur nichts zu sagen. Ja, außer den Handyhalter, den ihr jetzt hier noch habt. Ich habe den halt jetzt hier verbaut in der Mitte. Und ja, also bis bald. Wir sehen uns im nächsten Video auch über den Stuhl und natürlich auch ganz klar über den einen oder anderen nächsten Scooter. Da ist jetzt wieder, kommt jetzt wieder was ein bisschen Interessantes auf den Markt. Und sobald ich da was habe, werde ich euch darüber natürlich berichten und euch auch vorführen und euch erklären und zeigen. Das war's wieder von mir. Viel Spaß jetzt im Abspannen. Wie gesagt, immer im Abspannen immer das Gleiche. Abo da lassen, Like da lassen. Und vielleicht einen netten Kommentar. Freue ich mich immer, wenn ihr Fragen habt, einfach unten in die Kommentare. Alles andere, alle Beschreibungen sind sonst auch unten in der Videobeschreibung ist alles drin, was ihr braucht. Verlinkungen zu der Firma, also zu ATH, wo ich das Motorrad gekauft habe, oder den E-Shopper auf Deutsch gesagt, und alle anderen Affiliate-Links und so, was ihr braucht von den Sachen, die ich habe und benutze, findet ihr auch da in den Videobeschreibungen. Und dann sage ich euch jetzt schon mal Dankeschön und bis bald zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ja, Leute, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und nicht vergessen, lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Like da. Ja, macht die Glocke an, da verpasst ihr kein weiteres Video. Und dann sage ich hier schon mal bis bald, euer Erklärer.